Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred, und direkt rein. Heute stehen einige Kämpfe auf dem Programm, nämlich Angriffe mit den neuen Truppen. Ich hatte es ja gestern schon gezeigt, es gibt einige neue Truppenlevel, nämlich Golem, Bogenschützen, Baby Dragon und auch Lavahund. Oh, die haben alle neue Level gekriegt. Und was das jetzt hier für eine Armee ist, ihr habt es schon gesehen, es sind 4 Golems, es sind 7 Yeti und es sind noch ein paar Magier mit dabei zum Aufräumen. Ja, Helden haben ja auch, die Königin und der König haben ja auch jeweils 5 Level dazugekriegt. Felsenwerfer, Mauervernichter und Zeppelin sind auch ein Level hoch, also das ist definitiv, oder beziehungsweise das sind definitiv sehr interessante Armeen. Ja, wenn wir das jetzt sehen auf meinen Rathaus, auf den anderen Rathaus 13er im Developer-Bild, sie laufen rechts noch nicht so ganz so gut darum. Ich sehe auch gerade noch... Okay, doch, warte mal. Ich sehe noch einen Golem und ein paar Mini-Golems sehe ich da noch rumlaufen. Da auf jeden Fall schon mal den Warden gezündet. So, Türmchen lebt noch. Also der eine Inferno-Turm ist weg. Der andere Inferno-Turm ist auch weg. Alle drei sind auf Multi. Die beiden Katapulte, die können ja auch leer laufen. Die können auch leer gehen mittlerweile. Das ist eigentlich eine ganz coole Neuerung, dass die auch irgendwann halt out of ammo sind. Also quasi dann keine Munition mehr haben und nicht mehr feuern können. Sehr interessant. Sehr interessant auf jeden Fall. So, die Adler-Dev ist jetzt gleich weg. Da ist noch eine Falle. Da muss natürlich noch der Zauber drauf. Auch wenn das eigentlich vom König und der Gladi ganz gut gehandelt wird. Oh, guck mal. Die Mini-Golems, da laufen sie noch rum. Sie sind immer noch da und das Katapult schießt einfach immer noch. Es ist immer noch nicht leer. Es hat anscheinend echt viel... Ja, es hat viel Munition. Es hat viel Munition. Jetzt kommt die Königin da noch raus. Ah, das Katapult, es hat überlebt. Warte, da ist noch ein Golem. Nein, der Golem hat es nicht ganz geschafft. Aber wir sehen, wir sind schon bei 2 Sternen, 77%. Und die Yetis sind auch noch ordentlich am Rumlaufen. Ja, klar, die sind jetzt nicht neu. Also weder die Yeti auf dem Level noch der Warden auf Level 50 sind jetzt noch neu. Allerdings lassen wir den Angriff natürlich trotzdem noch zu Ende laufen, weil ich noch sehen möchte, natürlich, wie viel Prozente da noch so bei rumkommen. Ah, schon geil. Ich muss sagen, vor allem optisch, also optisch eigentlich so die, okay, die Bogenschützin, naja, es geht, gucken wir natürlich auch noch drauf, aber der Golem Level 10, der Lavahund Level 5 und auch das Baby, glaube ich, Level 7 mittlerweile schon, die sehen schon richtig episch aus. Wir machen natürlich gleich noch einen Angriff mit dem Lavahund, mit dem Baby, noch mit den Bogenschützen, also alles noch am Start. Ich meine, gut, die Belagerungsmaschinen müssen wir mal gucken, wie viele wir da insgesamt durchdreschen. Also, kurzer Cut, ich baue mal eben um. Bis gleich. So, wir haben 28 Babys, wir haben 2x Erdbeben und natürlich auch einige von der, gut, Zauber natürlich auch, ne? Klon hat ein neues Level bekommen, Blitzzauber wurde umgearbeitet, beziehungsweise er ist eigentlich jetzt mehr ein Zap, muss man sagen, auch von der ganzen Animation her. Er ähnelt doch sehr dem Zap und da ist schon wieder was kaputt gegangen. Luftabwehr, ich schon einige von der Luftabwehr sind schon kaputt. So, die Luftabwehr noch, zack, gesappt und kaputt. Rathaus geht ja wie gesagt nicht. Können wir nicht zappen, beziehungsweise nicht blitzen. Oh, da noch drauf. Ja, ist schon ganz cool. Nur ein Wohnraum, der Blitzzauber, das macht natürlich ordentlich was aus. Belagerungskaserne, kein neues Level bekommen. Hatte vorher schon das Level, was wir jetzt sehen, also Level 4. Und das Baby Level 7. Und wir müssen im Endeffekt gar nicht großartig aufpassen damit, mit den Babys. Wir setzen sie gleich, einfach alle. Ich habe noch 23 Stück übrig. Ich habe hier nichts in der Clanburg drin, das weiß ich jetzt natürlich, weil es mein anderer Account ist. Deswegen kann man da ein bisschen die Helden weiter vorschicken. Ne? König und Königin können schon mal ein bisschen weiter aufräumen. Halt der Tatsache geschuldet, dass ich weiß, dass nichts in der Clanburg drin ist und dass wir da nicht aufpassen müssen, nicht irgendetwas zu locken, was ich nicht unbedingt locken möchte. Wie zum Beispiel halt ein Hund oder sowas. Das wäre natürlich immer, das ist bei Luftangriff, wenn du das mit den Helden lockst, das ist echt immer ziemlich übel. So. Es laufen die ja schon zum Rathaus vor. Die Yeti sind auch schon unterwegs. Wir haben immer noch 23 von... Jetzt haben wir ein bisschen weniger. Warte mal. Außen ist ein bisschen was weg. Die Yeti müssten es aber eigentlich schaffen, das Rathaus zu kriegen. Da müssen wir echt mal gucken. Also, das könnten doch einige Prozente werden, die wir jetzt hier kriegen. Ja, das wird nur interessant. Jetzt so der Rest. Jetzt der ganze Rest. Zauber sind ja eh nicht mehr da. Warden auf Luft. Zack, hinterher. Wär auf der oberen Seite besser gewesen. Aber zumindest haben wir die Gladi jetzt so noch mit dem Radius drin. So, Gladi kümmert sich um das Katapult. Ja, nein. Okay, es ist kaputt. Das Katapult ist kaputt. Gladi konnte noch einmal schießen. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Dass sie jetzt nochmal den Inferno-Turm angeschlagen hat. Dass sie das Katapult angeschlagen hat. Der Inferno-Turm ist immer noch nicht kaputt da. Oh, läuft. Aber ey, 72%. Komm, 74%. 74%. Dafür, dass es echt nur Babys waren.
finde ich, ist das auf jeden Fall schon ganz übel. Muss man sagen, das ist geil. Also, wir bauen nochmal um. Bis gleich. Jo, das gute Lava Loon. Ohne Ion, wir haben keine Minions dabei. Jo. Da jetzt noch, warte mal. Blitzen natürlich, klar. Was wollen wir blitzen? Die Luftabwehr. Die Lava-Hunde fliegen ja direkt durch zur Luftabwehr. Zeppelin, der Felsenwerfer. Felsenwerfer und jetzt alles von oben. Ich habe ja nur die paar Blitze gehabt. Wie viel hatte ich? Zwei? Vier Allzauber. 1, 2, 3, 4. Warte mal, 4. So, hinterher. Und dann sehen wir mal, wie viel sie jetzt im Endeffekt holen werden. Ich habe jetzt schon mal gezündet. Oh, bitte Rathaus kaputt machen. Bitte, Rathaus, bitte, bleib. Okay, sie haben es geschafft. Sie waren noch im Radius. Und jetzt werden wir mal sehen. Alter, so viele Lava-Puppies. Einfach nur so extrem viele Lava-Puppies wieder jetzt rumfliegen. So, Felsenwerfer ist offen. Unten sind auch noch ganz viele Lava-Puppies. Jetzt kann ich schon mal weitermachen mit den Helden. Ich meine, worauf wird es jetzt hinauslaufen? Wir können es schon sehen. Es wird auf jeden Fall auf 2 Sterne hinauslaufen. Adler Death ist weg. Katapulte leben noch. Wir werden keine 3 Sterne holen, aber auf jeden Fall 2 Sterne. Ich meine, es ist ja einfach mal so ein bisschen... Nehmt es nicht zu ernst. Lasst uns einfach mal so ein bisschen Spaß haben mit den neuen Truppen. Einfach mal so ein bisschen ausprobieren. Was kann man damit machen? Was funktioniert damit vielleicht nicht so gut? Und so weiter und so fort. Also, die Royals sind aus unterwegs. Die Gladi kümmert sich jetzt. Alter, die hat aber echt einen Laufweg. Die hätte das Katapult viel schneller kriegen können, wenn sie sich ein bisschen beeilt hätte. Und vor allem Single Inferno... Jetzt auf meine Königin drauf, aber egal. 60%, 63%, 64%, alles okay. Läuft auf jeden Fall. Oben noch die Lava-Puppies, die sind noch unterwegs. Werden sie es gleich noch schaffen, sich vielleicht noch ein bisschen mehr zu holen? 67%, Königin ist jetzt auf jeden Fall... okay. Ist weg. König lebt noch. Wird sich wahrscheinlich auch noch ein paar Prozente holen. Wahrscheinlich holt er sich den Minenwerfer auch noch eben. Oh, ne, er geht weg. Er geht da zu der Mine hin und geht jetzt auf jeden Fall auch noch zu dem gegnerischen König hin. Aber vergessen wir mal nicht, dass wir da oben auf jeden Fall noch die Lava-Puppies haben. Die will ich noch laufen lassen. Die lassen wir noch fliegen. Die lassen wir da oben auf jeden Fall noch fliegen. Oben ist noch eine Mine. Ein Lager. Dann sehen wir davor auch noch ein Lager. Dann sehen wir da noch die Gladi vom Gegner, die schon ziemlich angeschlagen ist. Die hat nicht mehr viele Trefferpunkte. Ja, werden wir sehen. Und bleibt auf jeden Fall dabei natürlich für weitere Update-Informationen. Heute ist ja erst Sneak Peek Nummer 2. Gestern hatten wir die neuen Level. Also nochmal zusammengefasst, ich mache das jetzt alles aus dem Kopf. Also nicht wundern, wenn vielleicht was fehlt. Könnt ihr gerne nachlesen. Links in der Beschreibung. Kanone, Magierturm, es gibt eine neue Sprungfalle für Rathaus 13. Es gibt 50 neue Mauerstücke. Helden haben 5 Level dazu bekommen. Wir haben neue Level für Bogenschützin, Baby Dragon, Lavahund, Golem. Soweit. Dann natürlich noch für die Belagerungsmaschinen, bis auf Belagerungskaserne. Dann noch für den Blitzzauber eine Überarbeitung. Ne? Der hat jetzt nur noch einen Wohnraum. Und der Klon, der hat auch ein neues Level bekommen und 3 Kapazitäten mehr. Ja, ich baue nochmal eben um, würde ich mal sagen. Kurzer Cut und bis gleich. So, wir sind wieder zurück und... Wie ihr das schon sehen könnt, ich habe nicht nur ein bisschen umgebaut, ich habe komplett umgebaut. Wir haben jetzt einen Rathaus 9er als Gegner. Und was man natürlich als erstes macht gegen so einen Dörfskin, wenn du jetzt wirklich nur Bogenschützen dabei hast, du machst natürlich erstmal alles weg, was Flächenschaden ausübt, nämlich jetzt erstmal die Minenwerfer. Ja gut, klar, wenn die X-Bögen noch was abkriegen, ist das natürlich auch nicht verkehrt. Dann natürlich noch die Magiertürme. Oh, der hat noch ganz wenig. Der hat echt noch ganz wenig gehabt. Das Rathaus kannst du ja nicht mehr blitzen, beziehungsweise... Ja, soll man nicht eher sagen, man kann es nicht mehr zappen, also keine Ahnung. Ja, den Magierturm, oh, der ist weg. Schönes Ding. Und dann werden wir gleich mal gucken, mit 280 Bogenschützen, was wir da noch so hinbekommen. Ja gut, Luftabwehr habe ich jetzt natürlich nicht gesappt, beziehungsweise geblitzt. Ich sage wirklich gesappt. Ansonsten ist gar nicht mehr so viel übrig. Die Bogenschützinnen werden jetzt schön außenrum verteilt. Also klar, für mich als Rathaus 13er, vor allem wenn ihr jetzt irgendwie ein Titan bist oder Legend oder so, macht natürlich wenig Sinn, damit anzugreifen. Das ist halt echt eine Truppe, es ist halt wirklich eine Truppe, die halt zum Farmen gedacht ist, ne? Barge ist halt eine Armee, mit der du farmen kannst. Barbaren oder halt Barbaren und Bogis oder du nimmst halt immer 1, 2 Stück mit für den Clankrieg, um halt noch im Fall des Falles ein bisschen außen aufzuräumen. Wir sehen das ja jetzt ja auch, wie viele Probleme die im Endeffekt haben, das Dörfchen trotzdem noch zu beenden, obwohl wir vorher schon ein bisschen was weggemacht haben mit den Blitzen und auch mit dem Rest. So, jetzt habe ich zwar noch den Warden gezündet hinterher, es wird aber, glaube ich, nicht mehr viel bringen. Die X-Bögen sind doch sehr, sehr unbarmherzig, deswegen, ja, muss ich eigentlich noch die Helden hinterher setzen, um dann noch ein bisschen was aufzuräumen. Ist halt die Frage, ob das noch Sinn macht.
Ja, der Warden ist noch dabei, der hilft noch ein bisschen mit. Will natürlich auch gerne ein paar andere Angriffe zeigen oder beziehungsweise ein paar andere Angriffe machen, aber komm. So, alle Helden am Start. Werden sie natürlich jetzt locker schaffen, also das wird jetzt für die gar kein Problem sein, jetzt noch den Rest hier wegzumachen. So, gegnerische Königin weg, zack, 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 Gladi noch am Start und jetzt geht es los. Jetzt wird da noch ordentlich aufgeräumt, Luftabwehr ist noch da und jetzt sind wir schon bei 90%. Ja, jetzt machen sie eben noch den Rest weg und dann können wir uns gleich wieder auf einen etwas ernsteren Angriff konzentrieren. Ja, wobei es auch lustig ist. Zwischendurch mal sowas auszuprobieren ist auch ganz lustig, 99% und 100%, ja, mit 280 Level 9 Bogies, auf jeden Fall auch eine ganz coole Truppe. Wir bauen nochmal eben um, kurzer Cut. Bis gleich. So, wir sind zurück und ich habe mir gedacht, was ist denn eine gescheite Folge mit neuen Truppenangriffen, wenn wir nicht noch ein paar Lava-Hunde nehmen? Natürlich mit Klon dabei. Wir kriegen ja einen Lava-Hund geklont, mit dem Klonzauber vorher auch, aber jetzt ja auch immer noch. Aber das Level ist ja neu von dem Lava-Hund. Lava-Hund, es ist sogar Level 6. Ich habe irgendwo Level 5 gesagt, ne? Es ist Level 6 natürlich. Der sieht schon gut aus. So, das Rathaus ist weg. Es ist natürlich das Problem, dass das Ganze, was Flächenschaden ausübt, da doch ziemliche Probleme macht, auf jeden Fall gegen meine Lava-Puppies. Und unten die Lava-Puppies kümmern sich noch um den gegnerischen König zusammen mit der Königin. Aber es sieht nicht gut aus. Es sieht nicht gut aus für viele Prozente. Überall sind schon die Grabsteine von meinen Truppen. Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht überhaupt gar nicht gut aus. Der König lebt noch. König gezündet, Queen ist auch schon an der linken Seite richtig, richtig angeschlagen. Oh, das sieht nicht gut aus. 37%, aber ich meine, klar, Spaßangriffe, nehmt es nicht zu ernst. Und ja, dann kann man eh nicht viel machen, außer aufzugeben. 39%, okay, ich baue mal eben noch um, bis gleich. So, ja, was haben wir jetzt? 7 Level 7 Babys und Level 7 Babys only, zusammen mit unserem kleinen Freund, dem Blitz, beziehungsweise Zap. Blitz, Zap, nennt es wie ihr wollt. Was wir natürlich schon mal ganz gut machen können mit den Babys, dafür eignen sie sich natürlich ganz gut, um schon mal so außen ein bisschen was wegzumachen. Wir sehen das ja, die Minenwerfer standen außen, da steht zwar noch eine Kanone unten, aber da ist direkt die Luftabwehr davor. Und ja, ich finde die Babys sind auch ganz hübsch geworden vom Design. Wie gesagt, guckt es euch natürlich einfach mal im Spiel selber an. Informationen könnt ihr alle in der Beschreibung nachlesen, da ist das verlinkt. Zu dem einzelnen Post, beziehungsweise zu dem Post, unter dieser Folge verlinke ich, glaube ich, den wirklich zu den neuen Leveln. Heute kamen ja noch die Balance-Changes, guckt da auf jeden Fall auch mal rein. Da gab es ja noch eine neue Folge. Wir gucken auf jeden Fall auch noch Blitz alt gegen neu, weil mich das auch noch sehr interessiert, was da noch so passiert. So, König räumt da ein bisschen auf, die Gladi ist echt nicht so gelaufen, wie sie laufen sollte, beziehungsweise ich habe sie halt einfach falsch gesetzt, sie ist da direkt in die gegnerische Königin reingelaufen. Das sollte nicht passieren. So. Bam, 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 bam. Der König macht das jetzt offen. Das passt soweit. Königin kümmert sich um den gegnerischen König. Das ist natürlich gar nicht gut. Da braucht sie einfach nur ultra lange für. Was gar nicht mal... Was soll das bitte? Ja, nice. Da wurde ich einfach mal eben gestört. Deswegen wundert euch nicht, wenn da gerade ein Cut war. Aber jetzt setzen wir die Babys noch eben schnell. So, macht ja auch im Endeffekt nichts. Wir haben noch genug Zeit. Wir haben noch 1 Minute 15 Zeit. So, Warden, komm, 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 jetzt. Gezündet, genau. Sollen sich natürlich noch schön um die Luftabwehr kümmern. Beziehungsweise, ach, Luftabwehr, ich sag mal Luftabwehr. Adler-Dev. Sie sollen sich um die Adler-Dev kümmern. Das haben sie ja getan. So. Was jetzt natürlich das Ziel ist, dass die Babys ein bisschen was abfangen. Aber ich sehe schon, der Feger könnte noch zum Problem werden. Nein, 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 Feger, nicht böser Feger. Nein, 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 nein. Oh, er pustet noch eine Luftfalle, noch Skelettfallen. Das wird nichts. Oh, nein. Wie knapp haben sie bitte das Rathaus verfehlt? Oh mein Gott, wie knapp war das denn bitte? Oh nein. Ganz knapp haben sie das Rathaus verfehlt. Aber okay, wir sind am Ende von dieser Episode. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Guckt gerne in die Beschreibung, aktiviert den Creator-Code MBF und abonniert den Kanal. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, aber wir sehen uns ja später nochmal wieder. Blitzzauber, alt gegen neu, mit dem Fred. Macht's gut. Tschüss.